Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ich bin auf dem Parkplatz der Insel Mainau. So wahnsinnig viel ist noch nicht los, aber was hier morgen früh um 6 Uhr starten wird, ist die E-Cannonball von der Mainau nach Berlin. Hier steht auch der Ove schon, einer der beiden, die das Ganze erfunden haben. Ja, und ich fahre mit auf dieser Tour, aber nicht mit meinem eigenen Auto, denn ich bin eingeladen worden vom Team Zahnarzt Bechtold als 6. Mitfahrer im Wagen zu sitzen. Die Autos starten morgen von 6 bis 8. Ich habe jetzt erstmal ein kleines Gespräch mit Gräfin Bettina, genauer genommen Bettina Gräfin Bernadotte auf Wisborg. Sehr schön. Wir kennen uns schon eine Weile, deswegen darf ich dich wahrscheinlich duzen. Ja, bitte. E-Cannonball startet auf dem Parkplatz der Insel Mainau. Wie kommt es denn dazu? Ja, es kommt dazu, weil wir uns als Mainau sehr stark interessieren für Mobilität in umweltfreundlich und schon seit Jahren zum Beispiel in den Veranstaltungen haben Mobilitätsgespräche, die wir zusammen mit dem Verkehrsministerium machen. Mhm. Auf der Mainau fahren ja eigentlich gar keine Autos oder fahren da nur E-Autos oder wie sieht es da aus? Natürlich müssen wir auf der Mainau auch das ein oder andere hin und her transportieren, aber tatsächlich fahren wir seit vielen Jahren die Gärtner, die Handwerker nur noch elektrisch. Mhm. Gemeine Frage, wie sieht es bei dir persönlich aus? Ich bin tatsächlich noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben jetzt ein Auto weniger in der Familie, dafür aber 2 Elektrofahrräder. Ich weiß, dass du auch jeden Morgen dann wie viele Kilometer hierher fährst? Ein Weg sind 12 Kilometer. Genau. Also mit E-Fahrrad, aber immerhin doch. Ja. Immer bei Wind und Wetter. Genau. Der E-Cannonball, was fasziniert dich an diesem Wettbewerb am meisten? Ich finde es sehr cool, dass es so begeisterte und auch hier engagierte Leute gibt, die sich was in den Kopf setzen. Zum Beispiel jetzt eben dieses Thema Elektromobilität. Es muss möglich sein, Autos zu bauen, die diese Reichweite haben. Wie löse ich das technisch? Und ich finde, das macht richtig Spaß, sich von der Begeisterung auch anstecken zu lassen. 60 Autos sind am Start, E-Autos, die alle den Weg von der Mainau nach Berlin auf sich nehmen. Und da geht es eben nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern auch um Hirn und das Spiel mit Tempo und Reichweite. Ich werde dir dann berichten. Ich fahre ja in einem mit und sage dir dann, wer gewonnen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall echt gute Fahrt und auch gutes Ankommen. Vielen, vielen Dank und vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Da sieht man hier also eine Karte. Da sieht man jetzt, wo in Deutschland diese Autos sind, und ihr seht natürlich hier schon, die meisten sind schon sehr in der Nähe. Dann habe ich die Möglichkeit, hier auf Teams zu gehen. Da seht ihr die Leistungsklassen. Es gibt ja verschiedene Leistungsklassen, je nach Akkukapazität. Und da sehen wir das Team Zahnarzt Bechtold für ein gutes Gefühl. Und ich sehe, in ungefähr 25 Minuten müssten die hier sein. Wer hat sich diese super Lösung ausgedacht, dass man die Leute alle auf der Karte sehen kann? Andreas Hammerschmidt, das ist ein Teilnehmer. Auch nochmal Grüße raus an ihn. Und der hat jetzt praktisch diese individuelle Lösung für uns geschaffen. Ich habe noch als Backup, das hatte ich eigentlich als Plan A vorgesehen, so eine Nextcloud Phone Track Lösung. Wir haben also alles praktisch abgedeckt. Jede Eventualität, und hoffen, dass das dann auch morgen alles läuft. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Also, ihr kennt ihn. Das ist der Markus Weinschein, mein Name. Ja, genau. Robert, wie ist die Stimmung? Bombe. Ja, top. Sind alle Teams dabei? Ja, klar. Alle in Anfahrt. Wir kommen jetzt alle hier langsam ran. Ja, wir haben ja erst um 12 Uhr den offiziellen Beginn der Aufstellung. Also, und dann haben sie eine Stunde Zeit bis 13 Uhr. Danach gibt es Punkte. Oh. Ja, das ist eine Motorsportveranstaltung, und wer nicht funktioniert, kriegt Strafpunkte. Wie viel der E-Cannonball ist das jetzt? Das ist der 2. Wieso hast du damals angefangen, das zu machen? Michael Schmidt, mein Partner, kam auf mich zu vor einem Jahr und sagte: Pass auf, Ofe, ich bekomme einen Kona. Ich möchte mit dir mal den Leuten zeigen, dass man Langstrecke fahren kann. Wir fahren mal einfach von Hamburg nach München und das filmen wir. Und sag ich: Weißt du was, Michael? Wir nehmen 30 Leute ins Boot und wir nennen das Ding E-Cannonball. Ja, geil. Und da waren wir beide Feuer und Flamme und haben das dann letztes Jahr organisiert. Das ist super gelaufen. Du fährst ja auch mit. Ich fahre auch mit. Ich bin Startnummer 60. Das ist ja der Urgedanke. Michael und ich fahren natürlich hier wieder gegeneinander, um dann natürlich wieder zu sehen, wer von uns der bessere ist und wer am ehesten ankommt und die meisten Punkte hat. Cool. So, jetzt lerne ich nämlich tatsächlich auch noch mein Team kennen. Die sind gerade schon einmal falsch gefahren und ich schaue jetzt mal, das müsste eigentlich das nächste Auto sein, was hier eintrifft. Das ist das Team Zahnarzt Bechtold. Da kommt das Team, da hinten ist Platz für meinen Koffer. Da werde ich morgen früh mit nach Berlin fahren. Ich bin gespannt. Boah. Guck mal, da steigt das Team aus, dem ich angehören darf.
Hi, Matthias. Also ich bin der Gabor, grüß dich. Hi, Matthias. Hallo, ich bin der Manfred. Ja, Wahnsinn, Manfred. Von wo seid ihr jetzt hergekommen? Ja, die zwei haben heute Nacht schon bei mir geschlafen. Die zwei haben wir heute Morgen eingesammelt. Wir haben ja morgen viel Zeit, uns kennenzulernen und zu reden. Das wird super lustig. Bin sehr gespannt. Ja. Schön. Jetzt habe ich jemanden getroffen, den ihr natürlich auch kennt, der Peter. Hallo. Du hast damals das gehabt, dass dein Auto nicht mehr aufging. Wie ist die Geschichte weitergegangen, in Kurzfassung? Wie lange hat es gedauert? Also das hat jetzt 3,5 Wochen gedauert, bis es das Fahrzeug wieder geht. 3,5 Wochen? Ja. Aber ich habe ja gehofft, dass man innerhalb von 1 oder 2 Tagen ein Ranger vorbeikommt. Ja. Da hat sich dann über eine Woche nichts getan. Eine Woche drauf, am Dienstag, habe ich einen Anruf bekommen. Und dann war das innerhalb von 2,5 Stunden erledigt. Jetzt funktioniert wieder alles. Ja, klar. Aber dafür wird man entschädigt mit dem Fahrgefühl vom Fahrzeug. Das ist einzigartig. Perfekt. Ja. Viel Erfolg wünsche ich dir. Wenn ich so die Gespräche lausche, dann merke ich, das sind alles natürlich super technisch interessierte Elektro-Freaks oder ja, Liebhaber. Ich bin ja wirklich nur ein einfacher Model 3-Fahrer vom Lande. So, wenn ihr jetzt hinter mich schaut, dann seht ihr, der Platz hat sich gefüllt. Es sind noch nicht ganz alle 60 da. Ich glaube, 10 Minuten Zeit sind noch. Aber jede Menge wunderbare, schöne Autos von verschiedensten Marken. Natürlich Tesla, aber auch Hyundai oder natürlich ein Renault Zoe ist dabei. Oder ein i3, natürlich mehrere. Ein EQC habe ich gesehen von Mercedes. Und ein Audi e-tron habe ich auch gesehen. Verschiedenste Model 3s, S'e und X'e. Da haben wir wieder Renault Zoe, ein Nissan, darf natürlich nicht fehlen. Also ihr seht, die gesamte Elektromobilität ist hier versammelt. Ja, und über diese Farbe denke ich natürlich intensiv nach. Wie findest du die Farbe? Die Farbe? Ja. Ziemlich cool. Also privat würde ich es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Ich bin der Julian, ich gehöre zum Team Platzsieger. Ich bin Startnummer 9 und fahre einen weißen Ioniq ganz da hinten. Relativ frühe Startzeit, weil Leistungsklasse 2 und kleiner Akku. Ich habe aber gehört, ich muss trotzdem um 5.30 Uhr da sein, obwohl wir der drittletzte sind, der starten. Also, das habe ich auch gehört. Das finde ich aber bitter. Marke holt euch dann nach Startnummer ab. Also 1 bis 21, das könnt ihr dann bereitstellen. So, solange ich hier noch ein bisschen Licht habe, begrüße ich schon mal. Es ist sehr früh, es ist für mich eigentlich auch viel zu früh und die Jungs waren auch noch ein bisschen früher da, als sie gesagt hatten. Es ist 5.30 Uhr, alle müssen hier sein und sich hier aufstellen. Unsere eigentliche Abfahrt ist aber erst gegen 8 Uhr. Da will jemand auch Moin! Noch ja, du bist so laut. Diese ganzen fröhlichen Elektrofahrer, schrecklich. Als erstes starten ja die kleinsten Autos mit der geringsten Kapazität. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Also beeindruckend ist auf jeden Fall schon mal, wie leise dieser Start vonstatten geht. Wenn die Leute nicht klatschen würden, würde man davon gar nichts mitbekommen. So, jetzt werden hier die Frühstücksbeutel ausgeteilt. Liebevoll handgeschmiert vom André. Da drüben fährt gleich die zweite Gruppe los. Und wir sind dann in der letzten Gruppe dran, weil wir haben ja hier diesen fetten Akku. 90 kWh, glaube ich. Sonne kommt auch schon, also Laune wird auch besser. Wir machen was ganz Spezielles. Also wir fahren über Italien. Weil da ist nämlich schön warm und dann braucht die Batterie nicht so viel. Also der Plan könnte sein, am Anfang komplett die Autobahn vermeiden, um jetzt nicht mit den gleichen Supercharger, mit den anderen zu laden, wie die. Weil wenn wir da in der Reihe stehen müssen und auf die anderen warten, dann haben wir echt verloren. Ja. Ihr würdet dann auch ohne Fähre nach Ravensburg fahren, also um den See rum. Genau. Aber wenn die Fähre gerade kommt, dann würde ich die schon nehmen. So, jetzt wird hier auch bei uns der Akkustand abgelesen und die Kilometer werden abgelesen. In ungefähr 20 Minuten geht's los, ne? Ein Model X mit 6 ausgewachsenen Männern und einer Kapazität von 90 Kilowattstunden. Und hinten sogar noch ein Anhängerchen, damit wir alle unser Gepäck noch runterkriegen. Jetzt bin ich sogar auch nervös. Hier ist der André, da ist der Gabor, vorne ist der Matthias, hier Manfred, neben mir der Christian. Jetzt haben wir gerade taktische Erwägungen nochmal angestellt. Eine Minute geht's los. Jawohl. 6 geht's los. Und auf geht's. Wenn wir in 4 Minuten da wären, dann wäre es geil, aber das schaffen wir nicht. Die Fähre ist 3-4 Minuten zu spät losgefahren und Manfred hat auf die Tube gedrückt und ja, unser erstes Erfolgserlebnis. Wir haben gerade den e-tron überholt.
und sind jetzt in unserer Klasse auf dem Weg nach Ulm die Ersten, die als Erste am Supercharger sind. Ja, Tesla sagt, wir kommen mit 5% an in Ulm, also jetzt können wir ein bisschen schneller fahren, dass wir uns wirklich auch... Jetzt sind es nur noch eins nach dem Überholmanöver. Ah, genau, okay. So, Manfred, erster Etappenfahrer und? War gut, oder? Ja, ja. Meine Voraussicht war ja eigentlich 10%. Mhm. Sind genau hingekommen. Sehr gut. 5%, super Sache, super geschafft. Schnell eingestöpselt. Kurz geladen, jawohl. Ich werde mir wahrscheinlich sogar die Pipi-Pause sparen, weil wir ja in 40 Minuten schon wieder eine Pause machen. Dann kann ich das dann vielleicht machen. So schnell kann ich gar nicht gucken. Nach 12 Minuten sind wir schon wieder hier drin. Und habe jetzt hier den Gabo neben mir, genau. Der mit dem iPad rumläuft und die Routen auscheckt und schaut, wo die anderen sind. Genau, hier also. Ja, und wir machen jetzt eine kurze, zügige Fahrt zum Supercharger nach Ellwangen. Ja. Ich denke so 40 Minuten, ne? Oh mein Gott, Tesla-Chaot muss schieben. Wir sind am zweiten Tankstopp in Ellwangen und ihr habt es vielleicht gerade gesehen, den Kollegen ist ihr Auto stehen geblieben, deswegen müssen wir jetzt mal kurz schieben helfen. Der fährt nur 3%, ist der von die Auto. Ich bin sauer, mein Auto. Oh. Come on. Eine tolle Aktion. So, noch ein paar Karma-Punkte gesammelt. Man hält ja zusammen. Ich meine, natürlich erst nachdem man selber am Supercharger angedockt hat. Ich meine, Karma-Punkte sammeln heißt ja nicht doof sein. Ne? Falls ihr es vergessen habt, so sehen übrigens die Ladesäulen der Verbrennerautos aus. Ich sitze schon wieder auf dem neuen Platz. Jetzt habe ich mal den Matthias neben mir. Ich zeige euch einfach nur, auf welchen Plätzen ich sitze und mit wem ich fahre. Den Rest den erzählt euch dann sowieso hinter der Christian in seinem langen, ausführlichen Blog auf stromgarage.de. Einfach bei YouTube Strom-Garage eingeben, dann findet ihr. Wird hier ein seltenes Bild. Die Mannschaft entfernt sich vom Fahrzeug. Was ist passiert? Weil wir Hunger haben. Ah, sowas soll es auch geben. Bis jetzt haben wir uns nur mit der Gesundheit unseres Autos beschäftigt, dass das immer was zu essen hat. Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen länger laden. Okay. Und vielleicht ein bisschen länger fahren, vielleicht einen Supercharger auslassen. Okay. Das mit dem Essen hatte ich mir schon komplett abgewöhnt eigentlich. Ja, ne? Wer isst auch heute noch? Na gut, also wir haben jetzt total out. Wie viel von der Strecke haben wir denn jetzt geschafft, Christian? Gut, die Hälfte auf jeden Fall. Ich habe vorher mal geguckt, 380 Kilometer noch. Okay. Vielleicht so 4,5 Stunden, wenn es gut läuft. Noch. Also ein bisschen brauchen wir noch. Sowas wie der E-Cannonball ist wirklich was für Menschen mit Grips. Also da drin wird die ganze Zeit gerechnet, gemacht und getan. Weil normalerweise denkt man, ich will von A nach B. Also suche ich mir die Strecke aus. Gucke, dass ich die kürzeste Strecke nehme oder da, wo kein Stau ist und so weiter und dann fahre ich da hin. Jetzt kommt aber die zusätzliche Überlegung, wo sind welche Charger? Wie schnell sind welche Charger und was machen die anderen? Weil wenn die anderen schneller am Charger sind als ich, dann habe ich weniger Leistung. Lohnt es sich vielleicht etwas länger stehen zu bleiben, damit ich hinterher wieder schneller fahren kann? Ist das aber vielleicht eine Strecke, auf der ich gar nicht schnell fahren kann, weil lauter Baustellen sind oder möglicherweise sogar Staus? Und in der Zwischenzeit überholt einer, oh Mist, wenn der jetzt vor mir an den Supercharger fährt und da sind ja schon 3 von 7 Stellen besetzt, dann heißt es, dass ich nur noch die Hälfte der Leistung abbekomme. War aber dann nicht ganz so schnell beim Einlaufen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Noch eine Minute. Eine Gitarre ist parat. Christian ist parat. Die beiden werden jetzt aussteigen, kurz vor dem Ziel. Und dann gibt es Stimmung auf der Zielgerade. Wir haben es tatsächlich geschafft. Yay! Wahnsinn! Ihr spielt mit unseren Gefühlen. Und mein Stolz, ich lenke schon auf den Müll. Was seid ihr denn eigentlich für eine schräge Truppe hier? Dieser Dad ist auch da, Stromgarage. Wie viel kommt denn noch aus dem Auto? Ihr kommt jetzt ziemlich später an. Fahrt ihr gerne langsam? Nein, wir waren einfach schwer. Ich habe zu viel gegessen gestern Nacht und deswegen haben wir einfach so viel Akku gebraucht dann die ganze Zeit. Neu in der YouTube-Community, dieser Dad, vielleicht mal einen herzlichen Applaus für ihn. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Ja, das war mein E-Cannonball-Erlebnis. Ich sitze schon wieder in einem schönen Auto. Das ist der neue Tesla von niemandem geringeren als Uwe Krüger. Wir haben uns auch gerade noch ziemlich gut unterhalten. Das seht ihr auch auf seinem Kanal wahrscheinlich demnächst. Vielen Dank, Uwe, und vielen Dank, Arni, fürs Mitnehmen. Ja, ich habe in die Ergebnisliste geschaut. Wir sind, glaube ich, so ungefähr 25. geworden. Ist doch gar nicht schlecht.
wahrscheinlich so im Mittelfeld unserer Leistungsklasse. Ich hatte viel Spaß und ich hoffe, ihr auch bei diesem Video. Schaut auf Ofis Kanal bei Christian von Stromgarage, der euch das Ganze noch viel detaillierter berichten wird. Und bei den vielen anderen auf den Kanälen, natürlich bei Michael Schmidt und so weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Gebt mir ein Like, abonniert und kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Euer Dieser Dad.